Herr Kollege Dr. Orth, für die Piratenfraktion spricht als nächster Redner Herr Kollege Herrmann. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Zur letzten Plenarwoche haben wir Sie noch gelobt, Herr Bolte, liebe Kollegen von SPD und Grüne, dass Sie vor 3 Jahren die Unabhängigkeit des Landesdatenschutzbeauftragten hergestellt haben. Wir möchten Sie allerdings daran erinnern, dass Sie hier ausschließlich einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nachgekommen sind. Vorher waren die Regelungen schlicht verfassungswidrig. Vergessen Sie das bei Ihrem Eigenlob bitte nicht. Sehr geehrter Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Lepper, ich möchte mich im Namen der Piratenfraktion für Ihren ausführlichen Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht ganz herzlich bedanken. Sie haben mit vielen wichtigen Themen der sich stetig digitalisierenden Gesellschaft sich auseinandergesetzt, viele Entwicklungen bei der Datenerhebung und Verarbeitung hinterfragt und an den richtigen Stellen Kritik geäußert. Sie haben uns auch viele Baustellen aufgezeigt und um mehr politische Unterstützung gebeten. Ich kann Ihnen unsere Unterstützung, die Unterstützung der Piratenfraktion, auf jeden Fall zusichern. Aber ich würde mir wünschen, dass wir als Landtag gemeinsam unserem Auftrag intensiver nachkommen und unsere Hausaufgaben in Sachen Datenschutz und Informationsfreiheit machen. Nicht nur die Diskussion heute Morgen zur Aktuellen Stunde hat gezeigt, dass hier noch vieles im Argen liegt. Und wenn Sie, Herr Stotko, den Verkehrsgerichtstag in Goslar erwähnen und Datenschutz im Bereich Pkw-Automation beklagen, dann verstehe ich nicht, warum Sie den FDP-Antrag zum E-Call-System, man könnte auch Autowanzen sagen, letztens einfach abgelehnt haben. Schon bei der Vorstellung des Datenschutz- und Informationsfreiheitsberichts im Innenausschuss hatten Sie, Herr Lepper, die Sorge geäußert. Ich verstehe es hier leider nicht, was Sie sagen, aber die kurze Stellungnahme der Landesregierung zum Bericht könnte ein Zeichen fehlenden Interesses seitens der Landesregierung darstellen. Ich teile Ihre Sorge da, denn die fehlende Priorisierung der Anhörung zur Überprüfung der Landes-IT zum Beispiel oder die Abwehrhaltung von Rot-Grün bei der Vorratsdatenspeicherung zeigen in der Tat, dass die regierungstragenden Fraktionen dieses Thema leider viel zu oft zu leicht und nicht ernst genug nehmen. Aber lassen Sie mich exemplarisch auf 3 der im Datenschutzbericht angesprochenen Baustellen oder Hausaufgaben für uns Abgeordnete einmal eingehen. Erstens die Öffentlichkeitsfahndung per Facebook und Co. Der Datenschutzbeauftragte hat diese Praxis zu Recht kritisiert. Die Polizei unterstützt damit einen Anbieter, der in vielerlei Hinsicht gegen deutsche und europäische Datenschutzregeln verstößt. Ist das Ihr Ernst? Muss die Polizei sich nicht an deutsche Gesetze halten und muss sie nicht zunächst selbst für die Durchsetzung von Datenschutzstandards einstehen? Während der Datenschutzbeauftragte die Öffentlichkeitsfahndung über Facebook in aller Deutlichkeit hier im Landtag kritisierte, beschloss die Innenministerkonferenz in Hannover, diese Fahndungsmittel weiter einzusetzen. Verkehrte Welten, meine Damen und Herren. Zweitens, Datenschutzkompetenz und Datensicherheit in der Schule. Viele Schulen und ihre Schüler und Lehrer fühlen sich zu Recht unsicher und bei dem Thema alleine gelassen. Der technologische Fortschritt ist schnell. Es geht um die richtigen digitalen Kommunikationsformen zwischen Schülern und Lehrern. Verschlüsselung ist dabei heute Bürgerpflicht. Es fehlen, wie der Datenschutzbeauftragte aufzeigt, Fördermaßnahmen für Schüler und Lehrer. Es fehlen Handlungsanleitungen für den Umgang mit diesen Entwicklungen. Wenn wir Datenschutz ernst nehmen, dann müssen wir auch die Förderung von Datenschutzkompetenz ernst nehmen. Ein Aufgabenfeld, dem wir uns als Landtag unbedingt stärker widmen müssen. Drittens, INDECT. Ein EU-Forschungsvorhaben, ein großes Thema im Bericht. Ziel von INDECT ist es, Überwachungstechnologien zu verknüpfen und abnormale, gefährliche Verhaltensweisen von Menschen zu erkennen und herauszufiltern. Die Videoüberwachung von morgen wird mit diversen Datenbanken verbunden sein und wird unser Verhalten lesen und interpretieren können. Hier bemängelt der Datenschutzbeauftragte ein auffälliges Schweigen der Innenverwaltung. Was wir daran zu bemängeln haben, würde den Rahmen dieser Sitzung heute sprengen. Aber INDECT weist auch schon auf einen Punkt hin, den wir morgen diskutieren werden, unsere große Anfrage zur Videoüberwachung, bei der ich, so viel kann ich bereits vorwegnehmen, eine ernsthafte Auseinandersetzung seitens der Landesregierung mit dem Thema vermissen. Und gerade zur Videoüberwachung mahnt der Landesdatenschutzbeauftragte,
dass viele Datenschutzverstöße im Einsatz von Videoüberwachung hier in NRW von uns auf allen Ebenen beobachtet werden müssen. Das bedeutet vor allem, dass nicht alle Bewertungen zum Einsatz von Videoüberwachung auf den Datenschutzbeauftragten abgeschoben werden dürfen. Das Land muss vorher selbst auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben achten, im kommunalen Bereich notfalls durch die Kommunalaufsicht. Ich komme zum Schluss. Dennoch, wir im Landtag müssen die Rechte, Kapazitäten und vor allem die Sanktionsmöglichkeiten der Landesbehörde für den Datenschutz und die Informationsfreiheit weiter stärken. Die jüngsten Ereignisse zeigen uns immer wieder, ein starker Datenschutzbeauftragter ist notwendiger denn je. Für den weiteren Aufgabenbereich der Informationsfreiheit fehlt mir jetzt leider die Zeit, aber dazu werde ich bald im Rahmen der Beratung zu unserem Transparenzgesetz weitersprechen. Nochmals an Sie, Herr Lepper, und an Ihre Mitarbeiter, vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank, Herr Kollege.